Jo, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. So, liebe Leute, wir stellen uns jetzt mal der nächsten Mission, die jetzt hier irgendwo ist. Ja, da ist sie schon. Da müssen wir ein paar Ränge aufsteigen und uns Dimas dann stellen können. Die Minotaurus-Führung, macht die Minotaurus-Führung. Lernt ihr den mächtigen Krieger. Willkommen, Pefki, der Heimat des Minotaurus. Und unserer weltberühmten Minotauros Chitone. Chitone! Minotauros Chitone! Eine Größe für alle. Ich verstehe nicht, wie eine Größe allen passen soll. Mein Name ist Arsenios. Wenn du wissen willst, wie du den Minotauros besiegen und zum bekanntesten Krieger der griechischen Welt werden kannst, ist diese Führung das Richtige. Du verkaufst es gut, Kind. Dann mach deine Führung. Hast du keine Angst, dass dir jemand deine weltberühmten Minotauros-Chitone stiehlt? Wer denn? Die sind für Minotauren. Wie du an den Statuen sehen kannst, ist der Minotauros ein furchtbarer Gegner. Also denk... Hat diesen explosiven Zinn. Er hasst es, erstochen zu werden. Mit scharfen Gegenständen. Es heißt, das sei seine einzige Schwäche. Sieh, eine lebensgroße Nachbildung des Minotauros. Die tatsächliche Größe kann abweichen. Wo ist der Rest von ihm? Auf dem Hügel. Er entglitt den Arbeitern, als sie ihn aufstellen wollten. Zwei von ihnen starben. Sauber aufgeschlitzt von den Hörnern. Naja, nicht sauber. Klingt, als wären sogar Minotauros-Statuen tödlich. Oh, die sind die tödlichsten. Man sagt sogar, Theseus sei von einer Minotauros-Statue getötet worden. Ich kenne viele Geschichten über den Minotauros. In den meisten klingt Theseus viel heroischer. Tja, Sparta ist nicht für seine gute Bildung bekannt, nicht wahr? Als nächstes behauptest du, die Medusa wäre echt? Setzen wir einfach den Rundgang fort. Hey, in Pefki ist der Held König. Hier entlang. Vorsicht, dieser Stein ist in Wahrheit Minotaurus-Dom. Er muss hier gewesen sein. Wir müssen ihn wohl verpasst haben. Hier ist noch ein nützlicher Tipp, den du bei keiner anderen Führung bekommst. Nur wenige wissen, der Minotaurus ist ein Morgenmuffel. Glaub mir, ich kenne meinen Minotaurus. Der Minotaurus scheint hier beliebt zu sein. Ich bin seit 27 Jahren im Geschäft und ganz im Vertrauen. Krieger aus der ganzen Ägäis kommen nach Pefki, um gegen den Minotaurus zu kämpfen. Sie hoffen auf seinen Kopf als Trophäe. Bisher hat er sie alle besiegt. Aber ein frisch gepresstes Minotaurus-Huf-Elixier wird dir den Pep verleihen, den du brauchst, um zu triumphieren. Und lass mich raten, du hast etwas davon dabei, das ich kaufen kann. Wie Pater immer sagte, verlasse nie das Haus ohne den gemahlenen Huf eines mythischen Wesens. Man weiß ja nie, wann man mal Minotaurus-Huf-Elixier braucht. Eine gute Investition, mein verantwortungsvoller Freund. Danke. Jetzt komm, es gibt noch so viel zu sehen. Okay. Ich sage nicht, dass ich für die Zerstörung der Minotaurus-Statue verantwortlich bin. Aber ich sage auch nicht, dass ich es nicht bin. Und damit endet die Führung. Was, das war die Führung? Ich habe nichts über den Minotauros erfahren. Meine Kunden sind immer zufrieden. Bezahl bei meinen Partnern auf dem Weg nach draußen und genieße deinen restlichen Aufenthalt in Pefki. Oh. Du bekommst nicht eine Drachme von mir. Nein, nicht eine. Ich bekomme sie alle. Pack ihn! Beschädigt seine Ausrüstung nicht. Oh.
Sehr gut, Krieger. Du hast den Überfalltest bestanden. Das schafft nicht jeder. Du hast dir einen extra Rabatt auf unsere weltberühmten Minotaurus-Chitone verdient. Oder, weißt du was? Heute hast du mir etwas gezeigt zum Thema Freundschaft. Und dafür werde ich dich bezahlen. Hier, ein paar Drachmen für eine sehr lehrreiche Führung. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Hey! Ja? Wie lebt es sich so als Söldner? Ach, könnte schlimmer sein. Easy. 11-3. Hier ist ein Söldner, hier ist ein Dings irgendwo. Wo? Perfekt. Gotcha. Dein Tod wird mir ein hübsches Sümmchen einbringen. Wow. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Yeah!
Immer nett mit euch Geschäfte zu machen. Das war nett. So, was machen wir denn jetzt? Wo bin ich hier überhaupt gerade? Eine Mission habe ich hier gar nicht. Ist ein bisschen dämlich, muss ich zugeben. Hier ist weit und breit keine Mission. Hier auf den Inseln ist auch nichts. Ach ja, Jungs, wo haben wir denn eine Mission? Ich muss ein bisschen aufleveln. Ehrlich. So, wir sind hier. Ich sehe weit und breit keine Mission. Was habe ich denn noch hier alles? Ja, wir sind doch relativ am Ende des Spiels, muss ich zugeben. Deswegen wird das gerade nicht ganz so einfach. Ich will mir sagen, in welche Richtung ich dafür muss. Könnte mir auch nicht sagen, ne? Ja, ich habe sowieso das Gefühl, die Mission ist nicht mehr da. Fuck, was machen wir als nächstes? Was machen wir? Das Schiff. Sie wollen Blut sehen, könnte ich auch nochmal machen. Ja, das Problem ist, wir sind relativ am Ende des Spiels. Deswegen wird die Sache echt nicht einfacher. Habe ich einen Söldner in der Nähe zufällig? Die habe ich alle schon besiegt, ne? Aber hier haben wir noch ein paar unentdeckte. Ja, der Rest wird sowieso alles einfacher. Puh, ja. Wo ist er eigentlich? 11.900. Oder 11.900 ist wo? Auf der Karte? Richtig weit. Irgendwas in der Nähe, was mir weiterhelfen könnte? Ein Heiler wird geheilt. Okay, jetzt sind wir hier, 2500.
Aber hier war eine Mission irgendwo in der Nähe, oder nicht? Wo ich jetzt bin. Oder sehe ich das jetzt falsch? Oder wo sind wir jetzt genau? Egal, wir holen uns kurz den Kultisten und dann mal schauen. Das hier ist ein Sperrgebiet! Ja! Von mir aus. Da kommt er nicht drüber. Ja, der 35 ist zu wenig, oder? Ja, vielleicht klappt's, ich weiß es nicht. Über Waffen für Level 36? Ich muss mal kurz ins Inventar reinschauen. Ja, für 34, ja, 36, nein. Macht nur 1351. Okay. Auf geht's! Also, so Unterschied ist da auch nicht. Fuck, ich hab gerade mal die Hälfte. Wenn überhaupt. Ja! Ruhig. Ja, es wird funktionieren, Leute, oder? Nur ein Narr segelt mit so einem Boot in tiefen Gewässer. Mhm. Schalkis. Das ist ja perfekt hier. Das Lagerhaus ist gesperrt. Ich. Was ist hier los? Ich bin hier, um die Steueraufzeichnungen des Lagerhauses zu prüfen. Doch man lässt mich nicht hinein. Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Schön. Schmieren wir das Rad von Euboja erneut. Wie viel wird es mich kosten, an die Aufzeichnungen zu kommen? Das wird dir dieses Mal nichts bringen, Agapios. Die Wachen haben strikte Anweisungen, niemanden hinein oder herauszulassen. Und daran halten sie sich, mein Freund. Hör auf meinen Rat. Halt dich von dem Lagerhaus fern. Welch Glück, dass dich dein Freund warnte. Ha, er ist so korrupt wie der Rest von Euboja. Hier gibt es keine ehrliche Seele mehr. Nicht alle Söldner sind Mörder. Du kannst mir vertrauen. Das wird sich noch zeigen. Was ist die Ursache der Korruption? Eine Bande namens die Messer hält Euboja fest in ihrem gierigen Griff. Sie agieren aus dem Schatten heraus, kontrollieren das Land mit Bestechungen und Erpressungen. Sie sind der Grund dafür, dass ich die Aufzeichnungen aus dem Lagerhaus brauche. Durch sie hoffe ich, der Identität des Anführers näher zu kommen.
Aber ich bin zu alt, um in das bewachte Lagerhaus einzubrechen. Vielleicht könnte dich der Glanz einiger Drachmen dazu bringen, mir zu helfen. Mhm. Können wir machen. Ich besorge die Aufzeichnungen. Vielleicht bist du der Einzige, dem man auf Euboja noch trauen kann. Ich finde die Aufzeichnungen. Die Wachen haben keine Chance. Die verdienen sie auch nicht. Damit Euboja überlebt, müssen die Korruption und jene, die sie fördern, ausgelöscht werden. Ich warte hier. Das Lagerhaus. Komm keinen Schritt mehr! Hier werden Sie besonders wachsam sein. Jetzt zu den Aufzeichnungen. Ich muss mal wegmachen, es geht mir gerade so ein bisschen auf den Keks. Aufzeichnungen über Schiffsnamen, wo und wann sie angelegt haben. Das hilft vielleicht.
das Lagerhausgelände. Hm. Nach 33. Das ist ein Söldner. Wo the fuck ist das? Vielleicht hilft das Agapios dabei, den Anführer der Messer zu finden. Das letzte ist jetzt wo? Da ist der Lagerhaussteg. Hm. Aufzeichnungen über die Geschäfte von Euboja der letzten 6 Monate. Vielleicht findet sich der Anführer hier. Ich muss dich nur töten, Nadine. Okay. Motherfucker. Ich hab sie gefunden, Agapios. Mein Herr wird erfreut sein. Du bist ein Sklave? Sehe ich anders aus, als du erwartet hast? Ja, Söldner, ich bin ein Sklave. Doch ich habe meine Würde. Der hiesige Archon ist mein Herr. Und ich bin sein treuester Diener. Lieber sterbe ich, als ein Sklave zu sein. Nicht jeder von uns hat den Luxus dieser Wahl. Niemand entscheidet sich für die Sklaverei. Doch als Sklave erhalte ich Nahrung, Obdach und Schutz. Besonders jetzt, da Euboja von den Messern beherrscht wird. Sie werden allein von Gier getrieben. Wenn sie niemand im Blick behält, enden wir alle als Sklaven. Wenn du daran interessiert wärst, den Anführer der Messer ausfindig zu machen und dieser Bande ein Ende zu bereiten, triff mich bei meinem Herrn auf dem Sklavenmarkt. Ich denke darüber nach. Neue Quest hat mir jetzt nicht gegeben. Interessant. Hm.
schneller. Komm ich so schön durch, ja, ne? Ne, wir müssen nichts schatzstellen. Ne, ne, ne. Machen wir nicht. Wir töten nur noch den Kultisten, dann machen wir einen Folgenback und dann mal schauen, was wir tun. Komm schon! Und holen uns die nächste Mission da vorne ab. Irgendwo. Hey! Ha! Na los! Söldner! Hier! Ein Glück, dass du mich gehört hast. Das klingt ernst. Wie kann ich helfen? Ich habe Durst. Normalerweise schenkt mir mein Mann nach, doch ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Also, wenn du mir bitte den Wein von dort drüben... Ich bin Söldner. Ich hole keinen Wein. Warte, dein Mann wird vermisst? Oh, na ja, das könnte wohl sein. Du musst eine Menge getrunken haben, wenn du nicht merkst, dass dein Ehemann fort ist. Ja, mal ganz unter uns. Wenn man genug Wein in Durst hat, merkt man eh nichts mehr. Dein Mann hat doch sicher Feinde oder so etwas. Jemand, der profitieren würde, wenn er verschwindet. Die Messer. Wenn du reich bist, sind das deine Feinde. Einer, der hier das Sagen hat, kommt mit seinen verfluchten Messerfreunden immer wieder her. Sie fordern erfundene Steuern und verprügeln ihn, wenn er nicht zahlt. Wirst du ihn finden? Findest du meinen Mann? Yeah. Keine Sorge, ich finde ihn. Hab Dank. Und... kann ich dir sonst noch irgendwas sagen? Ich habe genug gehört. Ich gehe nach Osten und finde deinen Mann. Ich danke dir vielmals. Wenn ich der Straße nach Osten folge, sollte ich die Spur des Vermissten aufnehmen können. Ist es in meiner Nähe überhaupt? Mal kurz gucken. West. Ja, es liegt auf dem Weg, das ist sehr gut. Ella. Die Karren des Bauern. Sieht so aus, als wollte er einer Patrouille entkommen. Ging nicht gut aus. Was ist dir passiert? Wachen. Korrupte Wachen. Sie haben Steuern verlangt. Sie verlangen immer Steuern. Sie brachten meinen Herrn zur Festung Düsters. Er hätte ihre dummen Steuern zahlen sollen. Er hätte zahlen sollen. Ich sollte zu dieser Festung gehen. Ja, sollten wir. Aber erstmal machen wir was anderes. In der Zwischenzeit.
Hep. Hella. Wo bist du denn jetzt? Und auf geht's! Ich lasse mich lieber nicht sehen. Weiß immer noch nicht. What the fuck? Ist hier in der Mine drin oder was? Könnte sein. Wie heißt der überhaupt, den ich umbringen will? Die Kreatur von Eo. Boah, das ist irgendwie so ein Scheiß. Das war 35. Hä, wo? Wo hattet ihr euch da gefangen, sag mal? So rein. Guck mal, ich bin da, Benno. Ich war immer der Meinung, du würdest das Spiel abgeschlossen machen. Aber erstmal lernst du zu gehorchen. Oh, oh, oh. Motherfucker. Schlag das auf! Der ist schnell unterwegs, ha? Griechenland ist endlich frei von dir.
So, nachdem wir das haben, gucken wir mal weiter. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? 41. Hi Jungs, bye Jungs. Meinst du? Na, not today. Komm mal her. Der Apollon-Tempel. Alright. Seems legit. Easy as fuck. Ella. Festung Destas. Ziemlich groß. Irgendwo da drin müsste ihr Ehemann sein. Und den muss ich natürlich rausdiskutieren, ne? Ja, sicher. Das muss der Bauer sein. Er wurde eingesperrt. Sieht einfach aus. Deswegen nehmen wir das jetzt nochmal ganz schnell mit. Wie schwierig kann das schon werden? Hoch mit dir, Alexius. Wie zur Hölle hast du mich gesehen? Hä? Nicht mal, ich hab dich gesehen. Wie kannst du mich dann gesehen haben? Klingt komisch, ist aber so. Gib mir erstmal den Schatz hier, bringt mir das was? 33. Kommt ihr mal in die Nähe, ja, ne? Du da, halt! Siehst du, wenn du deine Steuern nicht zahlst, endest du als Sklave. Ich hab sie bezahlt! Winter und Peter, ich hab alle Steuern bezahlt, die ihr erfunden habt! Bitte, ich hab einfach nicht. Ich soll gar nicht hier drin sein. Ich bin kein Sklave. Jetzt stirbst du! Oh. Süßer Versuch. Gesegnet seist du. Ich danke dir vielmals.
Athena mit bloßer Hand. Egal was passiert, geh einfach weiter. Ich lass dich nicht sterben. Und zur Hölle ist der. Oh, fuck. Wo ist der Bauer jetzt eigentlich gerade hin? Oh shit. Ich hab grad keinen Plan, wo er gerade ist. Überrascht? Es ist nur, du siehst eher wie ein Mörder aus, nicht wie ein Held. Deine Frau bat mich, nach dir zu sehen. Sie war besorgt. Meinetwegen? Tja, noch reichlich Wein. Ja, das klingt ganz nach ihr. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Deine Frau scheint nett zu sein. Nun, sie hat Geschmack. Ein recht teuren. Die Messer nehmen und nehmen und nehmen. Ich weiß nicht, was sie macht, wenn ich nichts mehr hab. Ich weiß, dass sie mich liebt. Nur will ich nicht herausfinden, wie sehr sie mich liebt. Aber du verdienst eine Belohnung. Ich habe eine Notreserve, Drachmen, in einer Höhle hinter einem Wasserfall, nicht weit von hier. Sie liegt direkt nördlich von da, wo mein Karren brach. Nimm, was du für angemessen hältst. Nur lass etwas für mich und meine Frau übrig. Ich sollte jetzt meine Drachmen aus dem Versteck des Bauern in der Höhle holen. Machen wir auch noch ganz schnell. Wo bist du jetzt schon wieder hin? For real? Komm schon! Ah! 11.000 werden nicht reichen, oder?
werde es, glaube ich, sagen. 11.000 werden nicht reichen. Dummerweise. Ella! Beim Graben in Höhlen ist ein Vermögen zu verdienen. Das Geheimversteck des Ehemanns. Wo ist hier was? Und hol deine Belohnung ab. Das war's gar nicht, okay. Jawohl. Tu uns nichts. Wir sind nur Höhlengräber. Hier. Na, verarscht ihr mich jetzt? Karus ist nicht verfügbar. Hä, wo? Oder so. Fuck, reicht nicht. So, Leute, bis zum nächsten Part von Assassin's Creed Odyssey. Bis dahin, haut rein und tschüss.